Ralf Münzel, du bist eine Legende in Wiesbaden, du bist eine Legende in der dritten Liga, du bist 37. Ja. Heute hast du hier in der Gruppenliga in Wiesbaden gespielt. Warum? Warum tust du dir das an? Ja, was heißt, was tue ich mir an? Ich tue mir ja nichts an. Ich meine, wie man sieht, halbwegs Fußball wird hier ja auch gekickt und ich meine, es geht ja körperlich noch und ich hatte einfach noch Lust zu kicken, aber halt nicht mehr auf dem Niveau, ne? Wie letztes Jahr. Und wie gesagt, die meisten Fußballer können nie ganz aufhören, außer der Körper sagt dann irgendwann mal, jetzt geht gar nichts mehr, weil irgendwelche Menisken verschlissen sind oder irgendwas. Von daher, so ganz aufhören kann man einfach nicht. Das heißt, bei dir geht es noch ein paar Jahre? Was hast du dir vorgenommen? Naja, zuerst mal das Ganze ja auch ein bisschen den gesundheitlichen Aspekt, ne? Wenn du die ganze Zeit, sagen wir mal, so lange auf dem Niveau immer auf 100-120% brennst, dann musst du ja auch ein bisschen abtrainieren. Und von daher hat es auch einen gesundheitlichen Aspekt und okay. Wie lange das dann geht, schauen wir mal, solange der Körper mitmacht, solange ich auch die Motivation habe im Training und im Spiel trotzdem immer noch alles zu geben. Heute nur 2-2 gegen den FC Wiesbaden-Bierstadt. Habt ihr euch da mehr vorgenommen? Ihr seid ja weit oben mit dabei. Richtig? Ja, wir haben uns deutlich mehr vorgenommen, haben es aber nicht umgesetzt bekommen. Waren auch ein bisschen phlegmatisch heute teilweise. So Spiele gibt es dann halt mal. Ist ein bisschen ärgerlich jetzt für uns, aber die Kugel dreht sich trotzdem weiter und die Sonne geht morgen auch wieder auf. Tag der Amateure ist heute deutschlandweit von ihr Freunden inszeniert. Ist das eine Sache, die du unterstützt? Ich meine, du bist ehemaliger Profispieler. Du kennst natürlich auch die andere Seite des Fußballs. Ja, aber ganz ehrlich, die Amateure und alles, was ehrenamtlich auch so drumherum läuft, das ist ja immer die Basis vom Fußball. Ich meine, ohne Amateure, ohne Ehrenamt wird es niemals irgendein Spieler von irgendwo aus dem kleinen Verein schaffen, Profi zu werden. Von daher ist das immer die Grundlage und ist das Wichtigste eigentlich im Sport überhaupt. Die Leute, die das einfach für Ume machen, für nichts und einfach nur aus Spaß an der Freude. Und deswegen ist es einfach schön, wenn die Jungs Lust haben und wenn man solche Tage wie hier schön in der Sonne in Wiesbaden verbringen kann. In diesem Sinne, vielen Dank, Elf Minzel. Einen schönen Tag der Amateure hatten wir. Bis bald. Ciao.